Ja, willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wir sitzen hier noch am Tisch. Wir hatten hier ein bisschen was getrunken und ein bisschen was gegessen. Tja, und jetzt kann es auch so Ich langsam wieder glaube, ich habe ihn weitergehen. wiedergesehen. Diesen Geist. Es war drüben bei den Hügeln. Das ist eine Kreatur des Bösen, Linley. Ihr seht nicht wie ein Krieger aus. Warum besucht ihr Ivarstadt? So, Leute, lasst mich doch jetzt mal in Ich Ruhe war hier. neugierig. Ich habe den Geschichten Verschont mich bitte von euren gestellt. Geschichten jetzt Ich gehe erstmal dann hinterher. zumindest. Wir gehen jetzt mal relativ schnell raus. Wir haben in der letzten Folge nämlich die Saphirklaue gefunden. Und wie es mein Forscherdrang so will, müssen wir die jetzt natürlich einsetzen. Und dazu gehen wir nochmal runter. Jetzt ist dunkel, aber das macht gar nichts. Denn da, wo wir jetzt hingehen, ist es so oder so Ich dunkel. frage mich, was ein Drachenblut anfängt, wenn die Graubärte es erst einmal zu sich gerufen haben. Ist Tuum eine Fertigkeit wie jeder Ja, andere? Tuum ist eine Fertigkeit wie jede andere. Vielleicht ein bisschen lauter wie andere. Aber wir gehen jetzt hier rein. Wir lassen uns davon nicht beirren. So. Immer schön rein in den Feuerschleierhügel. Ich bin mal gespannt, ob wir das Rätsel mit der Saphirklaue jetzt lesen können oder ob uns wieder irgendwas anderes dazwischen kommt. Vielleicht haben wir ja auch mal Glück und wir packen es und finden so richtig schöne, große Schätze. Das wäre natürlich schon mal was, ne? Okay, jetzt müssen wir hier weitergehen, glaube ich, und da hier runter. So langsam kenne ich mich hier richtig gut aus, würde ich sagen. Und da geht's rein. Oh. Irgendwie ist es sehr warm da drin. Und was ist jetzt los mit euch? Nichts mehr Feuer spucken hier oder was? Ist das Benzin alle wahrscheinlich hier? Keine Ahnung. Okay. Das ist die heilige Tür. Das ist ganz so eine ähnliche Tür, wie wir sie schon kennen. Und damals war die Lösung auf der Klaue selbst. Und das heißt, wir schauen uns nochmal schnell die Klaue an. So, wo finden wir es dann? Unter Sonstiges, glaube ich, war das. Saphir-Drachenklaue. So. Das ist jetzt leider... Kann man das irgendwie ranzoomen oder was? Da oben ist so ein... Dings, da ist eine Eule und unten ist das Teil. Eule und das Ding. Aua. Das war wohl falsch, würde ich sagen. Ach, wir sollen das ja hier so drehen. Ich bin ja so bescheuert. Ich bin ja so bescheuert, ey. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Also oben das Ding, Eule und unten, was auch immer. Ich kann es nicht genau erkennen. Wir probieren das nochmal hier. So, komm, noch eins weiter. Jetzt haben wir hier der Bär, genau. So, und jetzt probieren wir es nochmal. Oh yeah. Los, den Hammer zur Hand. Es kann losgehen. Lasst uns die alten Gemäuer erforschen. So, bisher sehen wir da noch nichts. Da ist ein Seelenstein. Den nehmen wir mit. Wir haben hier einen Stahlhelm. Wieso zeigt er nicht an, ob der besser ist oder schlechter? Wir nehmen den einfach mal mit. Ich gucke jetzt nochmal in Rüstung. Waffen. Ne, Bekleidung war das. Der Stahlhelm. Haben wir gar keinen Helm angehabt? Das ist doch Schwachsinn. Wir hatten doch einen Helm an. Nicht warten. So. Gut, dann machen wir jetzt mal keine Gedanken drum. Wir gehen jetzt einfach mal weiter hier. Wir lassen uns nicht die Laune von dem blöden Helm verderben. So, und dann schön darunter. Haben wir hier noch was? Leintuch, Stahl, Streitkolben. Nee, das lassen wir alles mal liegen hier. Eieiei. Wer weiß, was es hier unten alles gibt? Ich dachte schon, da steht jemand. Schon wieder.
ist schon wieder das Herz in die Hose gerutscht hier, das ist unglaublich. Das Zauberbuch Eichenhaut. Das nehmen wir mit. Dankeschön. Hallo? Oh, oh, Scheiße. So, ist da noch mehr? Da hinten ist noch einer. Den kriegen wir noch hier. Komm. Mieser Sack, du. Ist da noch einer? Da schießt doch noch einer. Hier. Ich mag dich, wenn die Kerle mit Pfeilen auf mich schießen. Oh, da, zack. Daneben. Oh. Nee, nee, nee. Wer bist du denn? Mann, Mann, Mann hier. Da hat er mich glatt vereist hier. Da seht ihr noch die Eisschicht von dem miesen Sack. So, hier müssen wir natürlich noch durchsuchen, die Jungs. Wir müssen sicher ein bisschen Kohle einstecken. 10 Gold, Nordschwert, nee, brauchen wir nicht. So, gibt's hier noch was? Außer die Toten, da gibt es noch ein paar Tote. Der hier zum Beispiel, der hat 8 Gold dabei. Ein Granatstein, Wert 100, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Selbstverständlich. Ansonsten gibt es hier in dem Raum nichts mehr. Den haben wir schon durchsucht, glaube ich. Nee, den haben wir noch nicht durchsucht. Seelenstein, danke. So, hier ist zu und da vorne ist auch eine Wendeltreppe wieder. Aber hier geht's weiter. Zumindest sieht es so aus. Ne, da ist ein Schalter, da geht wahrscheinlich hier das auf. Wir werden mal eins machen, wir speichern mal gerade. So, neuer Spielstand. Bevor die gleich wieder kommen und mich umhauen. Damit ging hier auch das Gitter hoch. 10 Gold, danke. Wir müssen ja langsam so viel... Ach du Scheiße. Kann ich ja wieder raus hier. Das Wasser. Und da ist so ein Dings, wo ich vielleicht wieder dran ziehen kann. Kette. Ah. So, ich springe jetzt nochmal ins Wasser rein. Gucken wir, ob wir da was finden können hier. Wenn jetzt das Gitter zugeht, dann haben wir natürlich ein Problem, würde ich sagen. Ach so, wir können das Gitter wieder öffnen hier. Eisenzweihänder. Komm, nehmen wir mal mit hier. Ist doch egal. Oh, 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 oh. Schnell hier. Das ist also nur zum Öffnen des Ganzen hier wieder. Und da gehen wir wieder hoch. Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Da geht's noch höher. Aber hier ist eine Tür. Und da ist schon wieder eine Falle. Das ist ja hier, das ist ja kein Rollenspiel, das ist ja eher Tomb Raider hier. Oh, servus. Jawohl. Noch ein oder zwei Gegner und wir sind ein Level höher. Wir sind jetzt schon ein Level höher. Cool. Zaubertrank der geringen Ausdauer, Einbalsamierungswerkzeug. Das Zeug brauchen wir nicht hier. Und das Skelett können wir durchsuchen. Die Pfeile können wir einstecken. Die hätten wir auch vorhin schon einstecken können. Da habe ich wieder nicht dran gedacht. Ich Pfeife, aber ist ja egal. So, lassen wir hier raus. Eieiei, wo kommen wir denn hier hin? Oh. Oh, oh. Die Skelettversammlung. Die Frage ist, gehen die jetzt hier irgendwie hoch oder bleiben die da unten? Die bleiben da unten. Die schießen genau durch die Lücken hier im Holz und treffen mich damit. Lass mal die erstmal gehen, würde ich sagen. Ach nee, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt haben wir es eingesteckt. Egal. Neue Stufe. Zur Erhöhung des Attributs wählen. Magika, Gesundheit, Ausdauer. Wir haben das letzte Mal Ausdauer genommen. Gesundheit und Ausdauer sind natürlich für uns als Krieger extrem wichtig. Und da die Gesundheit... Wir nehmen jetzt mal Gesundheit. Gesundheit verbessern. Okay. Wir haben ein Talent zu verbessern.
Was nehmen wir denn da? Schmiedekunst, schwere Rüstung, Blocken, zweihändig. So, da brauchen wir nicht. Das können wir nicht verbessern. Aber wir können zum Beispiel das lernen. Mächtige Angriffe mit zwei Handwaffen verbrauchen 15-20% weniger Ausdauer. Das können wir noch nicht lernen, aber das hier können wir lernen. Das machen wir auch. Danke. Und damit speichere ich jetzt nochmal hier ab an der Stelle. So, jetzt sind wir ein bisschen besser. Wir könnten es jetzt wagen, da runter zu springen. Ich könnte aber auch erstmal... Ach, die Säcke, die schießen, die sehen mich genau hier. Boah, ich hab's genau gewusst. Die Schweinepriester, die schießen mich mal voll über den Haufen, würde ich sagen. Weil das so viele sind. Aber hier gab es dann noch einen anderen Weg. Wir gehen jetzt erstmal nochmal ein bisschen höher hier. Und höher geht's nicht. Ach du lieber Gott. Natürlich. So, das ist jetzt natürlich ein... Ach, vergiss es. Das ist ein meisterhaftes Schloss hier. Ja, da kann ich meine ganzen Dietriche... Ja, vergiss es. Aber wir haben uns verbessert. Immerhin. Da waren diese vier Dietriche doch für was Nutze. Und wir... Bleibt ja leider kein anderer Weg übrig. Wir werden das hier nicht schaffen. Aua. Bleibt ja leider kein anderer Weg übrig, wie hier diese Skelette zu vernichten. Und das probieren wir jetzt auch mal. Los. Schön hier. Dann müssen wir da runterspringen, nehme ich mal an. Und zack. Ja. Und der nächste Bahn. So. Und weh, die stehen wieder auf, ey. So, was hat er dabei? Ein Seelenstein. Doch, die Pfeile wollten wir noch mitnehmen. Genau. So, Nordpfeile. Amulett von Julianus. Jo. Nimm mal mit. Ist gekauft. So, haben wir jetzt sonst noch was? Die Pfeile. Nein. Ich drücke immer einmal zu oft E und dann haben wir das Problem, wo wir den ganzen Rotz mitnehmen. So, okay. Bestimmt haben wir noch eins vergessen. Aber das ist ja egal. So, da sind wir hergekommen. Was gibt es denn hier noch Schönes? Erstmal nichts mehr. Hier können wir hochgehen. Oh, servus. Oh. Die Milzensäcke, ey. Bestimmt lauert da noch eine irgendwo in der Ecke. Dein Gold soll unseres sein. So, was haben wir hier? Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie eine Tür. Aber da kam der eine Freak raus hier. So, da ist nichts mehr. Also gehen wir hier weiter. Und wieder stehen wir vor einer Tür. Hallo. Oh yeah. Erstmal wieder den Kerl durchsuchen. Nordpfeile, Gold, danke. So, ansonsten gibt es hier wieder nichts. Und jetzt müssen wir schnell rennen. Wir haben es geschafft, ohne dass wir verletzt worden sind. Das ist doch mal eine Leistung. Wir haben zwar auch den Spruch mit dieser erhöhten Geschwindigkeit. Naja, den kann man also schon erschlagen, wenn er nur da liegt. 20 Gold hat er dabei, der Kerl. So, jetzt gehen wir weiter hier. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist so ein Tor, das fällt doch bestimmt zu, wenn ich hier gleich durchgehe. Wer bist denn du? Hallo. Und der nächste hier kommt. Ich werde euch alle töten. Die Tür bleibt offen stehen. Okay. Soll mir recht sein.
So, jetzt die Jungs hier nochmal untersuchen. Hallo? Schlüssel zum Feuerschleierhügel. Ah, damit kriege ich wahrscheinlich oben die Tür auf. Das ist doch mal was. Wo kommen wir hier hin? Jetzt haben wir hier den Schlüssel verwendet. Da war es wohl doch nichts mit der Tür oben. Aber egal, dafür kommen wir hier weiter. Boah, was sind wir denn hier für eine riesige Halle gelandet, ey. Kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Keine Ahnung. Da ist so eine Brücke zum Umklappen. Was haben wir denn hier Schönes? Aktivieren. Und das nächste Rätsel wahrscheinlich wieder. Oh. Das ist so wieder so ein Frosty hier. Boah. Und auch der ist besiegt. Der alte Frosty. So, hier gibt's nichts. Außer ein paar Sachen zu dem Einsammeln. Und mit Hilfe dieser Säulen kann ich mit Sicherheit diese Brücke aktivieren. Und wir kommen auf die andere Seite. Aber ich gucke erst nochmal in diesen Raum hier. Vielleicht finden sich da einige Hinweise. Eisenstiefel. Geldbeutel. Geldbeutel ist immer gut. Begräbnisurne. Braucht doch kein Mensch, oder? Da sind diese Symbole dahinter. Ich verstehe. Oder auch nicht. Wenn wir mal schauen, hier sind nämlich 1, 2, 3, 4 Säulen und hier sind 1, 2, 3, 4 Türen. So, jetzt gucken wir erstmal hier diese Tür. So, was los? Kommt da auch nochmal ein Ausgang hier oder was? Ja, da kommt einer. So, hier ist so ein alter... Sieht irgendwie aus wie ein Fisch. Keine Ahnung. Gucken wir mal, ob es hier einen Fisch gibt da außen. Ja. So, der muss wahrscheinlich so stehen. Jetzt gucken wir den nächsten an. Und da ist so ein... Keine Ahnung. Könnte irgendeine Vogelsorte sein, ich weiß es nicht. Hauptsache ich weiß, wie es aussieht. Falsch. Richtig. Und die nächste Tür. Da ist eine Schlange. Die Frage ist natürlich, ist es auch so richtig, ja? Könnte ja genauso gut sein, dass es noch eins weiter muss. So, aber ich denke mal, es ist korrekt so. Jetzt müssen wir nach der letzten Tür schauen. So, machen wir ihn jetzt hier. So, und da ist wieder so ein Fischlein. Mit diesen Worten, was geht los da rein? Der Fischlein geht daran ein. So, jetzt probieren wir das mal hier. Beim ersten Mal und da sehe ich schon wieder ich so einen Penner. Entschuldigung. Komm. Komm, ich hab was für dich. Na, haut ab. Komm. Komm, put, put, put. Oh, shit. Verdammte Tür. Du lieber Gott. Ach du Scheiße, du Scheiße, du Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Leck mich doch am Arsch hier. So, den werden wir erleichtern um seine Pfeile und um das Gold. Und wir gehen dann nochmal zurück. Aufschließen, Eisentür, Lehrling. Das müssen wir selber schaffen hier. Seelenstein. Das andere
Den anderen Crap brauchen wir nicht. Aber ich will mal gucken, gab es hier noch was rechts, links? Ja, den Heiltrank natürlich. Den nehmen wir auch noch mit. Hier und da gibt es nichts mehr. Okay. Voltado. Die Schweine, ey. Die Schweine hier. Lauter Fallen eingebaut. So, wir gucken mal erstmal, ob wir hier die Tür aufkriegen, würde ich sagen. Sag mal, das kann doch nicht sein jetzt hier. Ach, Mist. Naja, geht doch. So, wo geht's hier hin? Was haben wir hier? Ein Goldbarren, jawohl. Oh, oh, it's hot. It's hot. So, und jetzt? Und jetzt haben wir einen Dietrich verbraucht, oder zwei, für den blöden Goldbarren, oder was? Ja, aber ich denke mal, der Goldbarren da mehr wert. So, hier ist 4 Gold nochmal drin. Da, das haben wir schon durchsucht. Hier gibt es nichts mehr. Dann können wir ja weiter hier hochgehen, würde ich sagen. Genau, jetzt hier. Vielleicht sollte ich auch wieder mal speichern. Ein beschädigtes Buch, das lassen wir liegen, den Schrott. Zaubertrank nehmen wir immer mit. Und da sind auch nochmal 5 Gold drin. Okay. Hier gibt es nichts. Wo kommen wir jetzt hier hin? Feuerschleier tief. Alter Schwede, wir kommen immer weiter rein hier. Das gefällt mir gar nicht. Ich will wieder raus an die frische Luft. Ich will wieder raus an die frische Luft. Ich gehe jetzt nochmal hier zurück. Warum leuchtet das denn? Wir werden jetzt nochmal speichern. Der hat zwar eben gerade einen Quicksave gemacht, das habt ihr bestimmt gesehen. Ups. Aber ich speichere ganz gerne mit einem neuen Spielstand. Und ich würde sagen, wir sehen uns in Kürze wieder. Dann besuchen wir die Tiefen des Feuersteinhügels, Feuerschleierhügels, wo wir hier gerade sind. Mal schauen, was wir da noch alles entdecken. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann.